Eine weitere Ayah, die bei einigen dieses Missverständnis verursacht, sind die Worte Allahs, und Allah wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, gegen die Gläubigen vorzugehen. Ja, und dann sehen wir, wie die Ungläubigen die Gläubigen unterdrücken und bekämpfen und töten und so weiter. Was heißt das? Was soll diese Ayah dann bedeuten? Und Allah wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, gegen die Gläubigen vorzugehen. Ibn Qayyim rahimahullah sagt, Allah hat dem Teufel keine Möglichkeit gegeben, gegen den Diener vorzugehen, sondern der Diener gibt dem Teufel die Möglichkeit dazu, indem er ihm gehorcht. Also Allah hat nicht dem Teufel eine Fähigkeit gegeben, uns in die Irre zu führen, obwohl wir gar nicht wollen. Nein, nein, sondern wir geben ihm diese Chance, weil wir ihm gehorchen. Weiterhin schreibt Ibn Qayyim, hier wird verneint, dass eine Möglichkeit gegeben wird, gegen den vollständig Gläubigen vorzugehen. Wenn der Glaube schwach wird, dann bekommen die Feinde eine Möglichkeit, gegen sie vorzugehen, je nach Abnahme des Glaubens. Somit sind sie schuld, weil sie den Gehorsam gegenüber Allah vernachlässigt haben.